Da gibt es Tiere, die möglicherweise noch nie jemand gesehen hat. Also es ist schon ziemlich spannend. Man fühlt sich schon sehr als Entdecker, weil der Wald gehört eigentlich dem Tiger oder dem Leoparden und nicht uns. Ja, da, das war genau das. Da sind wir reinmarschiert und da war nichts und rausmarschiert und da war eine riesen Katzenspur. Also der ist nicht vor langer Zeit da drüber marschiert. Der Wald klingt auch anders, ja. Er riecht natürlich auch ganz anders. Also man riecht auch sehr viel mehr Moose und Pilze. Also es riecht so richtig, modrig, aber angenehm modrig. So, also nach tiefem Wald riecht es da. Es ist einfach ein Land, wo wirklich abseits vom Weg reine Natur ist. Wir sind halt da auch mit unseren bhutanesischen Partnern dann durchs Land gefahren. Und dann haben wir halt auch gesagt, ach, da drüben der Wald, der schaut schön aus. Also was ist denn da drin? Oder wie, was, ihr kennt doch eure Wälder. Da drüben nicht. Ja, wie da drüben nicht? Naja, der Berg und der nächste Berg und diese ganze Bergkette, die sind eben heilig. Das sind Gegenden, da geht man nicht rein. Und dann steht man praktisch an so einer Straße und schaut darüber und denkt sich, okay, da war jetzt seit Hunderten von Jahren wahrscheinlich niemand oder zumindest fast niemand irgendwo in diesem Wald. Und man ist ja natürlich dann auch fernab von irgendwelchen Handynetzen, stundenlang oder Tage, natürlich auch von Elektrizität. Das heißt, man sitzt da irgendwo im Wald, zum Teil dann auch in einer kleinen Hütte, aber halt einfach wirklich weit weg. Ja, und dann hat man natürlich sehr wenige Straßen im Land und die Bergstraßen auf 5000 Meter, die sind schon ziemlich wild. Ich wäre lieber selber gefahren. Da wäre ich mir dann sicherer gewesen, glaube ich. Das war mir erst gar nicht klar. Ich habe gedacht, Bhutan, naja, das Land der Glücklichen, also wird schon okay sein. Hier hinten oben, da gehen die Takins hoch. Diese Hochlandrinder, um die Jungen zu gebären, da kommt der Tiger nämlich nicht mehr mit, so auf 6000 Meter. Und das ist auch was wir jetzt untersuchen, wie sie genau hin und her kommen und wie schnell sie gehen, wer mit wem geht und welche Gebiete sie brauchen, um eben im Wald da hochzuwandern und dann in diese Hochlagen, in diese eisigen Hochlagen im Sommer zu kommen. Das ist jetzt ein Takin und da versucht man einen Sender drauf zu machen. Damit versteht man eben auch, wenn man den täglich verfolgt, wie denkt der, was macht der, was braucht der und kann sich dann zum ersten Mal in so einen Takin reinversetzen und dann sagen, ja gut, also ich gehe jetzt dann eigentlich virtuell als Takin durch diese Landschaft und verstehe dann wirklich, wie so ein Tier denkt und wie sie sich entscheidet. Das ist eigentlich das Spannende dabei. Aber der war ein bisschen sauer, dass wir versucht haben, ihn im Halsband umzulegen. Das wollte er nicht. Jedes Mal, wenn wir ein Tier besendern, also ist immer irgendwas dabei, wo man sagt, das kann doch gar nicht sein. Was hat denn der da gemacht? Das gibt's doch gar nicht. Wirklich, die wichtigsten Sachen sind unbekannt bisher. Da schauen wir in dem Fall wahrscheinlich nach den Fotofallenbildern. Das ist absolut großartig und dann nach einer Zeit kennt man natürlich seine Pappenheimer. Also das ist dann immer der Tiger mit dem großen Fleck links oben oder der Leopard Cat mit der weißen Schwanzspitze oder so. Also es ist dann schon immer wieder nett, die zu sehen und einfach so wie einen alten Kollegen, der wieder durchkommt. Und
lustigerweise sieht man dann zum Teil wirklich auch, der Wasserträger kommt vorbei oder der mit seinem Heurucksack kommt vorbei um 7.15 Uhr und dann um 7.20 Uhr der Tiger. Um 7.25 Uhr kommt der zurück mit seinem Rucksack, dann kommt um 7.28 Uhr der Elefant vorbei. Es ist unglaublich. Das ist ja eigentlich auch eine Art Dokumentation für die Ewigkeit, dass man sagt, hier an diesem Fleck ist zu diesem Zeitpunkt eben der Gauer durchgekommen. Also hat es Gauer gegeben. Das wäre wie wenn man wüsste, dass eben in den Alpen 1492 an dem und dem Pass fünf Bären drüber gezogen sind. Also es ist einfach spannend. Das Eindrücklichste ist ja wirklich, dass man da ein ja völlig neues Wissenschaftssystem aufbaut, ein weltweites Netzwerk an Freunden, Kollegen und Tieren, die da miteinander kommunizieren können, um Lebensvorgänge zu verstehen. Das ist schon sehr speziell, sowas zu sehen, weil das jetzt in den Anfängen steckt, aber man weiß, in 10 Jahren hat das die Welt verändert.